So, also Folge Nummer 1. Boah, was biegt denn der Deckel also? Ich kontrolliere jetzt trotzdem mal die Honigräume, weil es mich einfach interessiert, ob da wirklich was gegangen ist gestern. Oh ja, das schaut gut aus. Da ist gut was drin. Da brauche ich eine andere Folie. Die haben wir falsch um aufgeklickt. Jetzt biegt es überall. Hinten, ja, vorne. Nicht an. Ja, ja, unten braucht es bis hier schnell. So. Oh ja, der Honigraum füllt sich. So. Dann stellen wir den da rüber. So. So. Jetzt war es aber gut reingegangen. Hey. Durch den Rauch. So, dann fangen wir die Seite an. Und schauen wir es mal durch. Oh, das ist leicht, das ist sehr leicht. Boah. Drohnen, gell? Ja, das machen wir nichts, passt schon. Dann schauen wir mal den Weißelnapferl, weil da haben wir ja gut ausgeschnitten. So. Da haben wir wirklich gut ausgeschnitten. Da ist nichts drauf, dann stellen wir den mal daher. Und den nächsten. So. Ja, schon, ja. Haben wir schon das erste. Das ist halt der Nachteil, wenn man da was ausschneidet von irgendwelchen Weißelnapferl. Das ist halt für die Ladies ein Traum, dass sie da neu bauen. Ich habe mir schon mal überlegt, ob das vielleicht sogar machbar ist, dass ich bewusst, da ist die Königin übrigens, habe ich gerade doch richtig gesehen. Da. Das ist bewusst. Das ist bewusst, dass er ein kleines Eck ausschneidet. Da war es bestiften können. Ob es dann vielleicht nur an der Stelle anlegen und ich nur immer an der Stelle genau schauen muss. So. Das ist aber nichts Bestiftetes dabei, also dann lädt er wirklich Spülnapfel. Ja, das könnten auch alles Drohnen sein, oder? Aber sonst ist es eigentlich schön. Sehr hell waren die Waben noch, jetzt werden es langsam immer dunkler. Auch die Ränder waren nicht bebrütet haben. Also das Propolis. Jetzt wird langsam alles mit Propolis überzogen mit. So. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Auch nichts. Der Wind geht schon wieder. Sehr leicht an die Waben. Also da ist nicht viel Futter rum, da ist eigentlich überhaupt kein Futterkranz mehr um. Okay. Das liegt daran, weil das komplett bestiftet ist bis da raus. Und sie ja jetzt seit ein paar Tage überhaupt nichts suchen konnten. Aber wie gesagt, im Honigraum ist ja noch was drauf. Ist ja noch was drin. Was sollen sie da wieder runtertragen, wenn sie wollen?
Zuerst ist in einen gequetscht. Mal schauen. Ja, das ist auch komplett bestiftet. Komplett. Ich finde, dass die Königin von dem Schwarm Bienen stiftet. Was? Dass die Bienen stiftet. Ja, das stiftet immer zum Verhältnis von den Bienen. Ach so. Und wenn es kälter ist, stiftet es weniger, weil dann die Bienen das nicht heizen können. Also die knallen nicht einfach bloß voll. Nein, die knallen nicht einfach bloß voll. Also Backfass zum Beispiel, die haben den halt so hingezüchtet, der legt immer Vollgas. Aber das war doch ein Backfass, oder? Ja, das ist so ein Zwischending wahrscheinlich. Aber ein Reinzucht-Backfass, also die, was ich bis jetzt gehabt habe, die haben immer gestiftet. Komme was wolle. Da, wenn das Wetter nur so schlecht war, dann haben die gestiftet. Weil ich fand gestern, wo ich die Brut ein bisschen raus habe, oder die Stifte, dass das wenig da ist. Du hast es ja auch schon durchgeschaut. Was? Du hast es ja auch mit durchgeschaut, ja. Das ist mal nicht viel, gell? Weil ja. Im Verhältnis, die Bienen wäre es wahrscheinlich passen. Im Verhältnis passt es, aber das war ja jetzt kalt. Das wirst du dann schon sehen, als wenn es nämlich wärmer wird. Und wenn es wärmer wird, dann stiftet es jetzt dann viel mehr. Und das ist eben das, wenn es jetzt sehr warm ist, dann kannst du auch, dass der richtig voll stiftet. Also im Frühjahr ist oft das Problem, dass der richtig im Brut geht, so Vollgas, und dann kannst du die Brut nicht mehr heizen. Und dann halt, sobald es ein bisschen wärmer wird, dann siehst du, dass du auf einmal die ganze Brut rausschmeißen. Das ist das drum, die erfrorene. Dann schmeißen sie das Assi wieder. Deswegen ist ja auch Backfastvölker, deswegen haben die meistens so stark. Mhm. Weil der halt einfach das gleiche wie in der Trachtlücke kommt. Also wenn es nichts findet, dann geht der aus der Brut. Also ganz aus der Brut, so viel ich bis jetzt weiß nicht. Also habe ich jetzt ihn noch nicht. Doch, habe ich auch schon gehabt. Also wenn es jetzt halt, angenommen, wenn es jetzt drasten, nichts mehr findet. Und aus irgendeinem Grund verpenst es, dass du das mitkriegst. Und dann fällt es nicht auf. Dann geht der aus der Brut. Und dann geht der, also, ein Kumpel von mir, der hat dann wirklich gar nicht mehr gestiftet. Überhaupt nicht. Da war kein einziger Stift mehr vorhanden. Kein einziger. Dann hat er sich gewundert, dann habe ich gesagt, ja, da hat er ein bisschen Futter rein. Dann hat er Zuckerwasser aufgestellt. Dann hat es 3-4 Tage gedauert und hat er wieder stiften angefangen. Und das aber dann nicht schlecht. Der hat dann gestiftet wie Hölle. Aber du verlierst halt dann trotzdem die Zeit, wo die dann nicht stiftet. Ja, länger teilweise. Wenn der jetzt aus der Brut geht komplett und das für 2 Wochen, das ist vielleicht schon derbe. Vor allem im Frühjahr, wenn da das passiert, dann hast du halt das Problem, dass die Völker meistens den ganzen Sommer brauchen, bis sie die von dem erholen. Die Lücke zieht es praktisch über die ganze Saison ein. Da ist was, oder? Das ist dann das Problem. Das zieht es komplett durch dann. Das geht wirklich das ganze Jahr dann, dass du Probleme hast, dass du die Masse wieder herkriegst. Weil, wie gesagt, die geht schon im Brut, aber 2 Wochen ist für schon eine Hausnummer. 2 Wochen keine Stifte, gar nichts. Mhm. Und das im Frühjahr. Das ist gefährlich, weil dann sterben die ganzen Winterbienen. Fast das gleiche, wie wenn der Biene abhaut, der Königin abhaut. Das ist ja. Dauert ja so lange wieder. Ja. Und dann bricht da halt ein Wirtschaftsvolk, was eigentlich ein Wirtschaftsvolk ist, bricht halt komplett ein. Und das bricht nicht ein im Frühjahr, wenn du dann durchschaust, wenn du das bemerkst, sondern meistens 2-3 Wochen drauf erst. Weil das dann richtig einbricht von der Bienenmasse. Und dann entsteht wieder so ein Teufelskreis. Weil dann im Frühjahr da was eigentlich sammeln und einbringen, da fallen die Flugbienen, weil dann bloß die ein paar da haben, wo geschlüpft haben und ein paar alte Winterbienen im Prinzip. Und logischerweise können sie dann auch nichts sammeln, weil ja kein Fling. Und wenn sie nichts sammeln, legt die Königin nicht richtig, weil nicht richtig was reinkommt. Das ist halt dann wirklich
blöd. Das ist dann richtig doof. Und dann dauert das Ganze schon mal 4 Wochen, 5 Wochen, bis sich das Volk einigermaßen erholt hat. Komm, geh weg. Und dann hat das Flühtracht rum. Dann hast du von der Flühtracht im Prinzip schon mal gar nichts mehr. Weil das Volk, ja, eigentlich das ist einfach zu schwach dann. So, dann haben wir durch. Die Mischung ist ja gut, hä? Was? Die Mischung ist ja gut, schau mal hin. Ich habe mir mehr Wind gereichert. So. Okay. So, dann kommt der Honig dann wieder drauf. Und dann gehen wir zu Volk Nummer 2. Boah, das ist. Das ist jetzt gerade so an der Grenze. Schau mal um und durch schnell. Schauen wir mal, Oma, da mal schon einen Blick. Wenn mich das einfach interessiert jetzt vom Futteranteil. Und jetzt ist mein Stuckmeister schon wieder fort. Und dann Smoker. Ach, genau. So. Okay, das passt. So, alles, das ist alles komplett neu. Da hinten haben sie verdeckelt noch. Was? Der Baudrieb ist auch da, sehr ruhig. Man merkt aber eigentlich auch gleich, wenn sie hungern müssen, dann haben sie einfach auch voll angriffslustiger, wenn sie nichts zum Futtern haben. Dann geht's bei mir, wenn ich Hunger habe, wird eh klar. So. Boah, der Pick. So, dann gibt's einen kleinen Cut. Ja. So, dann haben wir Volk 2. Da ist jetzt nicht voll los rum. Aber gut, das ist ja ein sehr schwacher Ableger. Das ist jetzt das, den habe ich abgepäppelt im Prinzip jetzt im Frühjahr. Aber siehst du ja, es ist, Bienenmasse ist schon da. Es ist nicht so, dass jetzt der so schwach war. Aber da lernen sie halt auch voll die Teilchen. Die schauen jetzt da rein und sagen, boah, das ist ja voll. Aber er bringt halt um nichts hin, ne? Es fällt die Bienenmasse, das sind zu viele Jungbienen. Da ist doch der Schwarm gegangen. War das mein Schwarm? Nein. Nein, Volk 3 war der Schwarm. Ja, da fallen Flugbienen fallen. Da sind jetzt viele Jungbienen drin, die waren sich um Brut gekommen, die haben geschlüpft, das ist alles okay. Natürlich haben die auch Flugbienen, aber die haben halt alle anderen um die 3 Wochen hinten dran. Mhm. Oder ja, eher 6. Denn die anderen Bienen eher 6 Wochen hinten dran. Das ist Propolis, oder? Das ist das, was so heller ist, also so dunkler ist. Also das ist jetzt kein reines Propolis, das ist Wachs. Das da ist Propolis, das da. Das da. Es sind jetzt da aber keine Flugbienen, die fallen und die schlüpfen. Die war jetzt dann schlüpfen, dann die war jetzt da umeinander, die gingen jetzt dann im Flugbetrieb über. Im Prinzip im Sammelbetrieb. Und dann kommt da was rein. Aber da lernen sie halt viele Deutschen, die sagen, oh, ich hab da einen Haufen Bienen drin. Das heißt ja, weil da viele Bienen drin haben, dass da. Mir ist gestern aufgefallen, bei dem Ableger. Ja? Da ist ziemlich viel Flugbetrieb. Ja? Weil da mehr Flugbienen da haben. Was darf jetzt passieren, wenn ich da einen Honigraum drauf tue? Dann drang. Obwohl keine Königin aktuell da ist. Dann drangst du. Die drang überall, ey. Die drang überall, ey. Du kannst jetzt auch oben, wenn die Bienenmasse fällt, dass das oben belingt. Du kannst aber jetzt unten durchschauen, jetzt dann, sobald die Königin da ist und stiftet. Und dann umhängen, ne? Und dann kannst du es umhängen jetzt. Weil da ist ja kein Brut, da ist ja nichts drauf. Und dann kannst du es in den Honigraum aufhängen. Milchsäure kann er da mitgeben, weil Milchsäurebehandlung kannst du machen, wenn du willst. Bin das hier oder bist du?
Du, bei dir brummt's. Werner. Schwan. Was? Schwan? Schwan. Schwan-Tipp. So, dann haben wir wieder bei Folge 2. Bin schon unterbrochen worden, wahrscheinlich jetzt dann nochmal, aber jetzt schauen wir das mal schnell durch. Die Schnelle. So, da ist auch nichts drauf. Keine Spielnäpfchen, keine Weiselnäpfchen. So, ist das hier. Ah, da ist wieder eins. Ja, immer wo die Ausbuchtungen haben, da wo ich einmal eine Zelle ausgeschnitten habe, da ist dann das sind die Spielnäpfchen. Das mögen sie halt. So. Dann. Und jetzt, Matthias, für die Chefin hätte ich auch einen Schleier, wenn sie will. Hallo. Dann. Dann, hier ist ein Spielnäpfchen. Da ist nichts mehr. So. Machen wir das mal ein bisschen schnell durchlauf. Da haben wir auch durch. So. Ja, da tragen sie einen Honig ein. Da haben sie ein bisschen Honig eintragen. Sonst ist da nicht viel. Da ist auch nichts drauf. Hier auch nicht. Jetzt haben sie einen falsch rum. Falsch rum? Ja. Ah, das so. Sieht gleich viel mehr, ja. Super, hallo. Ich habe es jetzt gerade schon zu ihm gesagt, dass Sie können es euch sparen, bitte. Was? Ich bin gleich mit dem fertig. Ich mache bloß den Film fertig. Ja. So, dann haben wir da eigentlich schon durch mit dem Volk. Nein, nein, ich kann da hinten aussehen. Ich sehe eben halt schon so wie von da. So. Dann haben wir durch, dann gibt es einen kleinen Cut nachher beim nächsten.